In diesem Video geht es um Kennzahlen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen bzw. darum, wie man diese Kennzahlen für die Binomialverteilung berechnet. Wahrscheinlichkeitsverteilungen haben eine Reihe von Kennzahlen und die beiden wichtigsten, die wir hier an dieser Stelle behandeln, sind der Erwartungswert, der gibt an, welches Ereignis ist am wahrscheinlichsten oder eben höchstwahrscheinlich, und die Varianz bzw. die Standardabweichung. Diese beiden Kennzahlen hängen sehr stark miteinander zusammen, wie wir gleich sehen werden, und die geben an, wie stark sind Ergebnisse gestreut, das heißt, wie stark liegen die Ergebnisse auseinander. Sehen wir uns zunächst den Erwartungswert an. Wir sehen hier in der Mitte oben die Formel E ist gleich N mal P, und ich mache am besten gleich mal ein Beispiel dazu, um das zu verdeutlichen. Wir haben immer noch unsere Klasse mit 10 Schülerinnen. Und die Wahrscheinlichkeit auf Abwesenheit ist 30%, beträgt also 0,3. Dann haben wir hier folgendes Diagramm, wie wir hier unten sehen. Und jetzt fragen wir uns mal, welches Ergebnis ist höchstwahrscheinlich? Das heißt, wie viele Schülerinnen werden denn höchstwahrscheinlich fehlen, wenn es insgesamt 10 sind und mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% fehlen? Intuitiv würde man sagen, ja, 3 werden wahrscheinlich fehlen, es können weniger sein oder auch mehr. Und unsere Rechnung ergibt ganz genau das, n 10, und die Wahrscheinlichkeit p 0,3 kommt eben ganz genau 3 raus. Und wie wir in der Grafik sehen, liegt bei 3 auch die höchste Säule. Das heißt, dieses Ereignis, dass 3 Schülerinnen fehlen, ist eben das höchstwahrscheinliche mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich würde mal sagen, 0,27, also 27% trifft das ein. Es kann passieren, dass hier Kommazahlen rauskommen für den Erwartungswert. Und ihr wisst ja, das ist ja eine diskrete Verteilung. Das heißt, hier auf dieser Skala unten kommen keine Kommazahlen vor. Auf jeden Fall liegt der Erwartungswert aber immer in der Nähe der höchsten Säule. Hier bei unserem Beispiel eben ganz genau auf 3. Wichtig zu verstehen ist es, dass eben nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden kann, dass ganz genau 3 Schülerinnen fehlen. Es ist einfach nur höchstwahrscheinlich, und zwar, wie wir hier sehen, mit der Wahrscheinlichkeit 27% ungefähr. Aber zu 23% in etwa kann auch passieren, dass 2 Schülerinnen fehlen, oder zu etwa 20% kann passieren, dass gar 4 fehlen. Die Varianz hingegen ist ein Maß für die Streuung. Wir sehen hier die Formel für die Varianz n mal p mal die Gegenwahrscheinlichkeit. In verschiedenen Büchern siehst du das oft auch als Q angegeben. Also wenn irgendwo in dieser Formel Q steht, dann weißt du, das ist die Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus p. Für unser Beispiel berechnet ergibt sich ein Wert von 2,1, der uns jetzt an dieser Stelle noch nicht besonders viel sagt. Sehen wir einfach mal weiter. Die Standardabweichung, ebenfalls ein Maß für die Streuung, hängt sehr stark mit der Varianz zusammen. Und zwar ist die Standardabweichung ganz einfach die Wurzel der Varianz, also die Wurzel von n mal p mal 1 minus p, wie wir hier in der Mitte sehen. Und für unser Beispiel ergibt sich hier ein Zahlenwert von etwa 1,45. Auch an dieser Stelle sei gesagt, dass der Wert für die Standardabweichung alleine uns noch relativ wenig bringt. Denn um hier wirklich was zu erkennen, sollten wir einen Vergleich machen zwischen zwei verschiedenen Situationen. Wir sehen links ein Diagramm einer Binomialverteilung mit einer relativ hohen Streuung oder einer relativ großen Varianz bzw. Standardabweichung. Und im Verhältnis dazu ist die Binomialverteilung auf der rechten Seite eine Verteilung mit relativ geringer Streuung bzw. mit einer kleinen Varianz oder eben Standardabweichung. Von wo bis wo diese Pfeile hier gehen, hier möchte ich mich noch nicht ganz festlegen. Dieses Thema behandeln wir dann später bei der Normalverteilung nochmal ausführlicher. Also diese Pfeile bedeuten hier nur, hier haben wir eine relativ große Streuung, dieser Pfeil ist relativ lang, und hier haben wir eine relativ geringe Streuung, dieser Pfeil ist relativ kurz. Details, wie gesagt, dann später in der Normalverteilung. Also nochmal zusammengefasst, Wahrscheinlichkeitsverteilungen haben viele Kennzahlen. Wir besprechen hier die zwei wichtigsten, nämlich den Erwartungswert und die Varianz bzw. die Standardabweichung. Klar, das sind zwei verschiedene Kennzahlen, die aber sehr stark miteinander zusammenhängen. Der Erwartungswert n mal p und die Standardabweichung Wurzel der Varianz, also Wurzel von n mal p mal 1 minus p.
Das war's für heute. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.